Hey yo Leute, hier ist Blackshift vom Blackfeather Team mit einem kleinen Tutorial am Start. Ja, sorry erstmal, dass in der letzten Zeit keine Tutorials mehr gekommen sind. Aber da ich dieses Jahr Abschlussarbeiten schreibe, bin ich mit Schule ziemlich ausgelastet. Und ja, ich hoffe mal, dass ich das in Zukunft ändern kann. Und auch mal mehr Sony Vegas Tutorials machen kann für euch. Wie auch immer, heute mal ein Tutorial auf Anfrage von dem XNoNameX66. Der würde nämlich gerne mal wissen, wie spiele ich eigentlich Minecraft Skyblock oder wie macht man sich das eigentlich? Ja, dazu muss ich dir erstmal sagen, Minecraft Skyblock ist keine Mod, es ist eine Map, die man sich runterladen muss und in den Ordner einfügen muss. Das Ganze ist ziemlich einfach und kostet auch wenig Zeit. So, als allererstes würde ich darum bitten, auf den Link in der Beschreibung zu klicken. Das ist nämlich der Link zu dem Minecraft Forum. Unter dem Topic Skyblock. So, und hier kann man sich auf jeden Fall die verschiedenen Versionen von Minecraft Skyblock angucken. Da hätten wir zum Beispiel die 2.1 Version, die 2.0 Version, dann hätten wir noch die 1.1 Version und die 1.0 Version. Dann gibt es noch verschiedene Hardcore Versionen von dieser Map. Die kannst du auch spielen, wenn du möchtest, aber ich finde die jetzt nicht so cool. Ich persönlich spiele Minecraft Skyblock 1.1, weil ich das am besten finde. Du könntest hier natürlich auch alle Versionen runterladen. Hier gibt es sogar noch ein Video, das man, das man sich angucken kann. Ist sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Und ja, ich habe mir jetzt erstmal kurz 2.1 runtergeladen, Skyblock. Ist es eigentlich relativ egal, mit welcher Version du das machst. Das funktioniert mit allen Versionen. So, wenn du es runtergeladen hast, dann würde ich sagen, du entpackst es erstmal. Du kriegst dann hier zwei Folder. Einmal Skyblock 2.1, einmal Mac OS X. Den Mac OS X Folder kannst du direkt löschen, der ist unwichtig und scheiße. So, dann hast du hier die Map, die komplette vorgefertigte Map. So, erstmal den Ordner hier rüberziehen. So, ja, den kannst du erstmal auf jeden Fall so lassen. So, jetzt als nächstes musst du den Minecraft Folder öffnen. Wie du den öffnest, zeige ich dir jetzt. Du gehst einfach mal auf Start und tippst in die Suche ein. Prozent, App, Data, Prozent. So. Dann öffnet sich automatisch die App-Data und Roaming, oder Roaming, wie auch immer. Dann öffnest du direkt hier oben den Minecraft-Folder und bist auch so schon drin. Sondern gibt es hier einen Ordner, der heißt Saves. Also hier machst du mal eben Doppelklick und hier hast du deine ganzen Maps. Hier ist auch meine Skyblock 1.1 Map. So, dann fügst du diese hier einfach ein. Das muss ich jetzt nicht machen, die fügst du einfach da ein und bist eigentlich auch schon fertig. Danach müsstest du Minecraft Skyblock auch schon spielen können. Du musst nichts mehr machen und ja, ich hoffe mal, dieses Tutorial hat dir geholfen und ich wünsche dir viel Spaß beim Minecraft spielen.